Hallo meine Freunde des Hutmachers und willkommen zurück zu Let's Play Skylander Swap Force mit mir, dem Drachenburschen, und neben mir ist der entzückende Jokets. Hallo, hallo, hallo. Hallo, lieber Jokets. Wen grüßen wir denn heute? Den Enrico. Und ich bin den Enrico. Auch den Konrad grüßen wir natürlich. Dürfen wir nicht vergessen. Wir haben letztes Mal, ich weiß gar nicht, was haben wir letztes Mal gemacht? Schon lange her. Wir müssen mit Tessa reden. Das war eigentlich unsere letzte Aufgabe, ja. Während du weg warst, sollte ich für die Häuptlinge die Verteidigung in der Stadt überwachen. Du wirst es lieben. Jawohl. Mit diesem Geschütz von Tessa und mir ist Holzhausens Verteidigung für alles bereit, was Chaos aufführt. Sieh jetzt nicht hin, aber es sind gefährlich aussehende Vulkansteine hierher unterwegs. Willst du die Ehre haben, sie abzuschießen? Nein, ich bin Pazifist. Tja, deswegen musst du dich trotzdem hinter das Geschütz klemmen und hier gleich deine Schützenfähigkeiten beweisen, auch wenn du vom Sternzeichen nicht Schütze bist. Ich bin nicht vom Sternzeichen Schütze. Hm? Ich bin gar nicht vom Sternzeichen Schütze. Bist du nicht? Nee. Sag ich ja, bist du nicht, hab ich ja gesagt. Ach so, bin ich nicht. Nein, 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 ich sag auch, wenn du nicht vom Sternzeichen Schütze bist, musst du dich trotzdem hier hinter die Kanone klemmen. Eine Frage, wie sollen die zu uns. Ziemlich cool, was? Tja, du solltest wohl in den Lufthafen gehen, sobald du für die nächste Mission bereit bist. Na dann. Aber komm zurück und benutze das Geschütz, wenn du willst. Warum? Die Skylander müssen ab und zu ihre Sinne schärfen. Darum. Siehst du, sagt sie dir sogar. Ich weiß sogar, wo sie herkommt. Weißt du, wo sie herkommt? Wir sollen mit Sharpfin sprechen, was? Ich glaube, die Tessa kommt aus Thessaloniki. Aus was? Aus Griechenland. Ah. Ja, nein, kommt sie wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommt sie, ich weiß nicht, dass hier irgendwo aus den Skylands. Wahrscheinlich hat sie sogar erzählt, wo sie herkommt. Ich habe es wieder vergessen, aber nun gut, wir sind leider keine Skylander-Experten, auch wenn wir gerade hart dran arbeiten. Uns zu verbessern, ja. Wir machen jetzt die nächste Mission. Wir haben unsere vorhin auch schon, wo wir gerade vom Verbessern reden, wir haben vorhin auch den lieben Wash Ranger ein bisschen verbessert, haben noch kurz ein paar Münzen eingesammelt. Und zwar wird er hier zum Tornado. Ja, genau. Dann habe ich die zweite war, dass er länger zum Tornado wird und dass er Gegner anziehen kann. Tja, besser als wenn er die Gegner auszieht, wa? Reden wir lieber mit Sharpfin. Skylander, hör zu, ich weiß nicht, warum ich bei mehr als einer Mission dabei bin. Immerhin bin ich nichts mehr schuldig. Aber ich gebe zu, diese Heldensache hat auch Vorteile. Nicht wahr? Deshalb mache ich das, weil es toll ist. Boom! Okay, wo geht's hin? Anscheinend haben die Frostelfen etwas, das uns zum alten Frosthund führen wird. Klingt wertvoll. Nicht, dass ich mich noch für solche Dinge interessiere. Egal. Wir müssen dafür in irgendeine Art Eismuseum gehen. Bereit für die Knocheninseln, Skylander? Eismuseum auf den Knocheninseln? Auf geht's. Sind wir bereit. Ich hoffe es doch. Wird bestimmt ein Knochenjob. Oh ja. Davon gehe ich aus. Schnell! Wir müssen schnell zum Schiff! Ah, ich komme! Ich lasse nicht zu, dass das in die falschen Hände fällt. Bleibt zusammen. Wir sehen uns dann sicher auf dem Schiff. Avril! Avril, Hilfe! Auf keinen Fall! Die sind ja nett. Weg da! Die steht nicht auf der Karte. Heute gibt's Fisch. Und es ist all you can eat. Das war großartig. Danke, Reisender. Ein Krieger nutzt, was er hat. Und wir haben viel Fisch. Ich bin Avril, die Chefin der Frostelfenwache. Oh, angenehm. Also, ich bin Flynn, der allerbeste Pilot in den ganzen Skylands. Aha, wie nett. Und das hier ist Sharpfin, der respektable Geschäftsmann. Nicht da, ihr Trottel! Wir sind hier wegen mega wichtigen Skylander-Geschäften. Skylander, ja? Hab davon gehört und ich weiß auch, was ihr sucht. Aber wir können nicht wirklich darüber reden, wenn uns der Zyklop in den Nacken schnaubt. Ah nein, die Brücke! Die Brücke ist zu unsicher, wenn sie brennt. Ach, echt? Hilf uns dabei, dann zeige ich dir und den Skylandern den Weg zum Frosthund. Na gut, dann gehen wir mal zum frostigen. Das ist aber ganz anders. Eine Sache anders. Noch, ich will noch kurz, warte mal, Skylander, was ich kann. Du kannst doch alles. Nee, oben, was ich kann. Also, Y, Entersäbel. X, Blase. Was? Schwert mehr Schaden, um das Schwert aufzuladen. Drücke X, um eine Piranha auf den Gegner abzufeuern.
Aha. Mehr Schaden und X, um aufzuladen. Okay, ich wollte nur mal kurz wissen, was ich will. Ich will unbedingt diese Schiffsfähigkeit haben. Die sieht ziemlich geil aus. Ach, X war das, stimmt. Müssen wir hier noch. Kann ich hier. Wie ging das nochmal, dass ich die Pflanze. So ging doch die Pflanze, oder? Jawohl, jetzt habe ich die Schießpflanze habe ich auch noch. Aua. Die greifen uns an. Die machen ja sogar Schaden, diese komischen Feuergolems hier. Ich schieße einfach mit meinen Wasserblasen. Ja, das ist. Macht das ist bestimmt auch eine gute Idee, ja. Macht auch Schaden. Gut gemacht, das mit den Feuergolems. Jetzt können wir komm, weiter. Komm. Ich wollte schon, ob oben noch was ist. Ich will aber hier die Kisten kaputt machen. Ja, dann mach die Kisten kaputt. So sei es nun, dass du die Kisten kaputt machst. Aber ich wollte da hinten nochmal schauen, ob es hier noch was gab, hier hinten, wo wir hergekommen sind. Nicht, dass wir da noch irgendwas verpasst haben oder so. Das wäre natürlich ein schwerer Passus. Nee, brauchen wir nicht. Es gibt zwar All You Can Eat, aber wir brauchen keine Karte. Eine gute Beute. Ja. Gab zwar nicht viele Münzen, aber wenn er das schon als gute Beute sieht, freut mich das natürlich. Wir müssen diese Elfen hier wegschaffen. Die Brücke ist zu unsicher, wenn sie brennt. Haben wir schon festgestellt. Das weißt du auch selbst, Skylander. Wir können nur durch das Museum unser Schiff erreichen. Oder man könnte die Brücke löschen. Stücke schon weggeräumt, damit sie den Zyklopen nicht in die Pranken fallen. Ja, aber das. Sind alle eingecheckt und reisefertig. Ja. Ach, die fahren jetzt mit uns mit. Ja gut, aber selbst wenn die Brücke ja theoretisch repariert, gelöscht wird, dann ist sie ja trotzdem doch instabil, weil sie gebrannt hat. Also ich glaube nicht, dass sie danach noch so 100% funktionsfähig ist. Bläh. Die hellsten sind die Zyklopen aber auch nicht. Vorsicht, bissig. Ah ja, ein bisschen bissig sind die. Ach, ich vergifte ja immer mit meinen Schüssen. Wie kommen wir da hoch? Ah ne, da müssen wir außen rum gehen. Oder? Ja, da müssen wir außen rum gehen. Kommst du mit? Da gab's noch eine Truhe. Ja, ich wollte hier gerade außen rum gehen. Achso, wir teilen uns auf. Naja, klappt natürlich wieder nicht. Wir sind ja leider nicht bei den Lego-Spielen. Ich frage mich, ob hier auch mal irgendwann ein Splitscreen kommt. Ah, nicht. Ob im nächsten Skylander-Spiel ein Splitscreen-Modus mit dabei wäre. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ist noch eine Sache, die man verbessern kann. Oder einfach eine bessere Kameraführung würde schon reichen. Stimmt. Vorsicht, sammel alles auf. Und jetzt nach rechts. Und way! Ja, siehst du hier, der Flugmeister hier. Der Drache fliegt wieder. Ich lass wieder einen Drachen steigen. Also diese Kleinen, die sind ja zum Glück nicht so stark. Aber bei den Golems, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Die machen sogar ein bisschen Schaden. Zwar nicht so viel, dass es richtig gefährlich wird, aber doch ein bisschen. Vor allem greifen sie sehr, sehr langsam an. Und vor allen Dingen schaden sie auch ihren eigenen Leuten. Das ist super. Das ist noch besser, ja, stimmt. Du bist Geschichte. Geschichte. Ich komm nicht weg, bis du die Blöcke in die Löcher bewegt hast, Skylander. Du könntest uns auch einfach helfen, aber nein. Nein, das wäre zu viel verlangt. Ja, schieben wir den so rüber und dann noch den da so rüber. Achso, jetzt kann man den auch wieder. Das ist manchmal etwas eigensinnig, wie man die Dinger schieben kann. Hat das Spiel manchmal seine eigene Logik. So, und jetzt noch einmal. Und dann versenken. Ich glaube, da links können wir an der Tür vorbei. Volltreffer. Ja, das war auch nicht schwer zu treffen, mein Freund. Danke, Skylander. Wir können dann jetzt weiter. Echt, können wir das? Möglicherweise. Ich finde diese Viecher cool, diese Dinosaurier, die hier so eingefroren sind, so halb. Auf jeden Fall eine coole Idee. Was haben wir denn da bekommen? Museumsandenken. Kann man da auf die Schiffe schießen? Ne, die fliegen da einfach so. Fliegende Schiffe, auch nicht schlecht. Aber Springen ist überbewertet. Ne, Springen ist überbewertet. Das kann ja jeder. Und Feuer! Ich mag diese Attacke, die da. Die ist super. Die hätte ich schon mal früher öfters mal einsetzen sollen. Rein da. Also, ja, zwei kann ich nicht auf einmal schieben. Das ist dann doch selbst für den größten Skylander zu viel. Ja, mäßig. Bitteschön. Kommt total durcheinander. Ui, der ist schnell gerutscht. Ach, den müssen wir nur noch da an die Seite reinschieben. Ah, okay, verstehe. Was ist eigentlich für ein gelbes Zeug? So Bernstein oder sowas? Schaut so von der Farbe Museum, so ein bisschen aus. Das ist Museum. Das ist Bernstein-Museum. Da gibt es auch noch ein Bernsteinzimmer oder so. Ui, die gibt's auch als Zauberer. Nee. Was macht der da? Ach so. Graffiti. Ich finde, die sehen super aus. Das Gegnerdesign in dem Level hier gefällt mir bisher sehr gut. Also die haben durchaus Style, die Gegner. Da kann man nicht meckern. Und tschüss. Also für Magier hat er ja sogar ein bisschen was ausgehalten gerade eben. Normalerweise sind Magier immer so die Schwächsten überhaupt, aber... In dem Fall... Wow, nicht auf mich schießen.
Ach, die kann ich sogar wegkicken hier. Mit der Attacke kann ich die sogar wegkicken. Hui. Oh, keine mehr da gewesen. Doch, da sind noch welche. Da, spür meinen Säbel. Ja, ja, oder du hast ja noch eine Pistole. Du hast ja nicht nur einen Säbel. Das ist ja praktisch. Deine ist ja sehr vielseitig. Meiner kann leider nur im Fernkampf kämpfen. Au. Das hat wehgetan. Ich, ja, die Blasen, ist lustig. Damit kannst du Gegner teilweise aufhalten. Kann ich das? Wir müssen mehr finden. Nur so kommen wir durch das Eis. Vielleicht ist etwas in dem Gebäude da drüben. Das ist deine Welt. Da musst du wissen, ob da was drin ist. Nicht wir. Schauen wir nochmal hier hinten, ob hier irgendwo was ist. Ich glaube aber, wir haben hier eigentlich fast alles geholt, was es zu holen gab. Ha. Tja, und wer hat einen des Wasserelements? Ich bin es jedenfalls nicht. Zyklopenschneeblaster. Ah, einladend. Das ist die Schneekanone aus den Skylands, ist das? Au. Also wenn man in den Skylands Skifahren will, dann baut man sich da erstmal so einen Zyklopenwerfer hin. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Also diese Schnee hoch, das sieht aus, wo wir hin müssen. Ja, eben, dann schauen wir nochmal links darüber zu dem zum Seelenstein. Da gab es nämlich einen wunderschön leuchtenden Seelenstein. Da wenigstens drehen sich die Dinger hier nur und bewegen sich nicht auch noch in andere Richtungen. Und da unten ist eine Welt, aber leider stirbt man, wenn man runterfällt. Ja, ich denke mal, da kommen wir früher oder später sowieso noch hin. Das ist ja oft so, dass man schon ziemlich früh andere Levelteile sieht, wo man dann erst viel später hinkommt. Seelensteine, zwei Seelensteine gibt es hier nur. Ein bisschen wenig, aber... Oh, der sieht lustig aus. Ja, wollen wir anschauen. Schauen wir mal Spyrise an. Spyrise, ja. Der gefällt mir. Es ist so eine Mischung aus Gift, Skorpion und Technik irgendwas. Ja, da kommst du leider nicht rüber, tut mir leid. Skydiving oder so ist da nicht. Nein, Mist. Sind ja hier ja nicht im Fernsehen. Kapierst du Skydiving? Sky, nein. Du siehst nichts Besseres. Ich schaue kein Fernsehen. Ich schaue eigentlich auch kein Fernsehen. Nein, ich schaue gar kein Fernsehen, nee. Nur ab und zu mal Tagesschau, damit man auch ein bisschen gebildet bleibt und Nachricht. Also eigentlich schaue ich immer Tagesschau. Dafür gibt's Internet. Internet. Ja, nee, aber das ist... Nee, also Tagesschau schaue ich echt ganz gerne, aber sonst schaue ich echt kaum Fernsehen. Was schaut ihr so im Fernsehen? Schreibt's mal in die Kommentare. Verdingen und offen. Warte, warte, warte. Schau her, schau her, schau her. Schade. War der Vorführeffekt, oder? Ja, ich dachte, das würde klappen. Schieben wir es auf den Vorführeffekt. Ich habe meine Pflanze ins Eis reingesetzt. Das ist toll, oder? Schau mal, meine Pflanze sitzt jetzt da drin, bei den Fischen. Sehr schön. Ah, guck mal, hier frisst der eine Fisch den anderen. Musst du mal gucken. Schau mal her. Oh, da gab's doch was Cooles zu sehen. Guck doch mal her. Ich zeig dir. Komm mit. Du kommst eh nicht her. Komm mal her, komm mal her. Nein. Doch, doch, doch. Nö. Doch, doch, doch. Ich hab Zeit. Nein. Ich hab Zeit. Aber du musst doch gucken. Da, schau, nur ganz kurz. Schau, da ist der eine, der kleine Fisch drin. Jetzt kommt der größere. Und da hinten ist noch ein größerer. Kommt da noch einer? Ja, das sieht cool aus. Nee, nur so ganz bisschen größer. Nur ganz bisschen. Nee, ich dachte, dass vielleicht noch ein größerer irgendwo dahinter kommt, aber das war dann doch nicht der Fall. Chompy Frostblume. Blume? Das soll eine Blume sein? Klar. Also wenn das eine Blume ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber ich finde diese Schiffe hier super. Die erinnert mich so ein bisschen an die Klippenland-Chroniken, wenn ihr die kennt. Das ist so eine Buchreihe. Nur Skylander der Elemente Magie und Leben können dieses Tor öffnen. Und in dieser Buchreihe gibt es auch so Schiffe, die fliegen können. Also Klippenland-Chroniken kann ich euch sehr empfehlen, mal zu lesen. So Fantasy-Zeugs. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Sind, glaube ich, 10 Bücher? Ja, 10 Bücher kommt hin. Ist schon ein bisschen was. Da habt ihr was zu tun, wenn ihr es komplett durchlesen wollt. Worum geht's denn da in diesen Klippenland-Chroniken? Da geht's um so einen Typen und der erlebt da alle möglichen Abenteuer. Und dann später geht's um seinen Sohn und seinen Enkel und was weiß ich nicht alles. Aber ist auf jeden Fall lesenswert. Geht auch blutig zu, ja. Also wenn ihr auf sowas steht. Ja, bin ich dabei. Sogar mit Bildern drin, ja. Oh, mit Bildern. Ja, mit Bildern. Nee, ist aber echt, also ist echt lesenswert. Magie. Wind in den Segeln. Frostiger Zauber. Besser als ein fauler Zauber. Schieb mal runter. Schieb mal her. Aber wir haben gar keinen vom Lebenselement da, oder? Ja doch, den Grill-Blim-Blim. Was brauchen wir überhaupt, um hier reinzukommen? Was waren das für zwei Elemente? Leben und Magie. Ach, Leben und Magie. Wen haben wir denn vom Element Leben? Wir haben doch... Ach, du hast kurz einen draufgesetzt, einen Grillert oder da kurz draufgesetzt gehabt. Das habe ich nicht gesehen.
Das ist mir wohl leider entgangen. Das tut mir natürlich leid. Schämlich. Na, sollte ich auch. Oh, so rote Steine haben wir auch noch nicht eingesammelt. Doch. Die gibt es in diesem Level schon. Ja, ja, in dem Level, aber in dem anderen Level noch nicht. Die sind neu. Das ist hier so der Steinlevel. Kann es sein, dass du heute so ein bisschen unaufmerksam bist? Ja, ja, das kann schon sein, ja. Wenn ich gerade wieder so im Redefluss drinne bin, dann kommt es schon mal vor, dass ich dann meine Aufmerksamkeit für das Spiel ein bisschen nachlässt. Aber oben sind wieder diese komischen Magier. Die Lupen. Die tun nichts. Die machen einen lupenreinen Angriff. Die beißen nur, nicht. Die beißen nur, ja. Nur nicht. Vielleicht. Wenn ihnen so danach ist, nee. Die strahlen nur. Die tun nichts, die strahlen nur. Aber die kann man. Ey, wieso schießt du denn? Schießt doch auf den da drüben. Ja, jetzt schießt er auf ihn. Ich weiß gar nicht, ob ich den einen erwischt habe. Ich glaube, er hat noch ein bisschen Lebensenergie gehabt. Tada! Die Türmchen gibt es natürlich auch wieder zu bewundern hier. Die wen? Die Türmchen. Ich fühle mich stark. Du fühlst dich stark. Ja. Sehr gut. Tony. Ja, der musste kommen, oder? Legendäre Schätze 1 von 2. Ein Schneemobil. Oh, Schneemobil. Das ist eine Schneekutsche. Schneemobil. Geodengleiter. Nahkampfrüst. Oh, der schaut aber schick aus, den mag ich. Aber da müssen wir erst wieder nach Holzhausen, um den aktivieren zu können. Ah, da werden wir wieder gespawnt. Warte mal, hier können wir rein. Hätte man ja fast übersehen, dass wir hier in den Reliktraum rein können, wo ein Rätsel mal wieder auf uns wartet. Tatsächlich, und dann gibt es ganz viele Münzen. Ja, was ist besser als ein Rätsel? Was gibt's? Ah. Egal, vergiss es. Okay, sie werden hier noch schwerer. Na, immerhin, die Hälfte hast du ja schon geschafft. Ich glaube, du musst mal. Aber ich müsste ja auf die andere. Nee, warte, man muss durchgehen, wenn die Ventilatoren ja geradeaus sind und so. Nee, passt schon. Passt schon? Nein! Was tust du? Wo kommst du jetzt raus? Achso. Warte, ich schaff das. Und aus. Der Ring schafft einen Strahl zusammen. Nein. Was tust du denn? So schwer kann das doch nicht sein. Oder doch? Kann es doch schwer sein. Oh, perfekt, ich hab's geschafft. Ja, Gratulation. So, und dann kannst du dir jetzt dein grünes Dingchen holen? Ja, mein grünen, ja. Du musst halt schauen, dass du. Nein. Hol ihn mir besser nicht, oder? Warte mal, doch, das schaffen wir. Wenn ich auf dem Podest stehe, gehst du einfach. Oder du gehst jetzt nach vorne. Ja. Und dann folge ich dir einfach. Ja. Ich glaube, wir haben es gerade geschafft zu verkacken. Nein. Oh ja. Siehst du, so macht das der Mann. Jetzt musst du nur schnell abhauen, wenn ich. Hä? Verdammt. Warte. Egal. Komm schon. Ventilator. No. Bitte. Warte. Vorhin die ganze Zeit will ich, dass der Ventilator ausgeht. Nein. Das war so nicht geplant, aber. Es sah gut aus. Es sah gut aus. So, und jetzt treffen wir uns hinten in der Mitte. Ja. Aber jetzt passt es. Jetzt können wir so. Komm, yay! Ich glaube, es war nicht ganz so geplant, dass wir das Level so lösen, aber. So synchron vor allen Dingen. Wir haben es geschafft, auf jeden Fall so zu lösen. Das ist. Das Endergebnis zählt mal wieder. Wow, das waren echt viele Münzen, die es ja gab. Aber wir sind gerade trotzdem etwas münzenlos. Nee. Gehen wir mal einen anderen Skylander, ich will mal wieder einen anderen haben. Hallo, du hast über 3000. Achso, stimmt, ich habe auch meine Lebensenergie geschaut. Ich habe ziemlich viel Lebensenergie. Stimmt, ich muss den echt mal wieder aufleveln. Bei Gelegenheit. Wenn es sich ergibt, werde ich mal wieder aufleveln. Was denn da vorne ist so schön und leuchtet grün? Das ist ein Eis für uns. Ja, Eis. Das hat so schön richtig schön giftig grün geleuchtet, das Eis.